Hallo zusammen. Jetzt so langsam gehen wir wirklich ganz auf die Zielgerade, was unsere Übungen betrifft zur Ingenieurmathe 2. Es könnte also jetzt sein, dass wir tatsächlich uns da heute zum letzten Mal so begegnen. Und die Idee ist dabei, dass wir den gesamten Stoff des Semesters nicht lückenlos und auch nicht in einer strengen Reihenfolge, aber so spotlightmäßig einfach nochmal durchgehen anhand von Aufgaben, die dann größtenteils auch in den Tutorien liegen geblieben sind, also in dem Material vom Tutorium. Und da habe ich mal ganz willkürlich rausgegriffen, das, was Sie hier sehen. Das ist auch, glaube ich, gerade mal ganz gut, wenn man jetzt mal nicht immer nur unbedingt Taylor-Reihe und Potenzreihe betrachtet, sondern nochmal zu den Basics zurück. Wie behandelt man Terme? Gerade wenn sie dann auch in Form einer unendlichen Reihe dastehen und diese, ich kann jetzt im Moment nicht gerade sagen, welche Aufgabe das ist. Die Nummerierung ist dort eh nicht so besonders festgelegt. Das sind ausgewählte Aufgaben aus verschiedenen Quellen. So, und da ist, ich nenne die jetzt einfach mal S. Und wenn ich schreibe S, dann meine ich damit im Grunde gleichzeitig auch schon den Grenzwert dieser Reihe, falls der existiert. So, und das wäre also die Summierung von k gleich 0 aufsteigend, wie gewohnt. Und da steht dieser Bruchterm mit oben 5 hoch k plus 1 plus 7 daneben und im Nenner steht 15 hoch k. Und da geht es jetzt ja auch darum, den eigenen Blick zu schulen für solche Terme und zu erkennen, dass man hier einiges vereinfachen bzw. so umformen kann, dass man es zurückführt auf bekannte Dinge. Und so sonderlich viel gibt es da nicht. Wir haben uns da konzentriert auf die harmonische Reihe, dann auf verschiedenste sogenannte Ausdünnungen, also andere Reihen, bei denen Elemente der harmonischen Reihe vorkommen, aber eben nicht vollständig unbedingt. Da ist die geometrische Reihe ein ganz wichtiges Beispiel. Unter gewissen Umständen hängt dann immer davon ab, welche Basis Q man dort hat. Und bitte das nicht durcheinander bringen. Dafür ist es, glaube ich, nochmal eine gute Wiederholung, um zu sehen, was die geometrische Reihe eigentlich auszeichnet. Die macht sich hier schon so ein bisschen bemerkbar vom Anblick her. So, was kann man tun? Man kann erstmal, nur mal den Vorschlag, schauen, dass man diese beiden Hochzahlen, die da stehen, oben k plus 1, unten k, dass man die irgendwie synchronisiert. Und unsere Potenzgesetze, die sind ja immer hilfreich. Und Folgendes mache ich hier. Ich schreibe das mal in eckige Klammern. Ich weiß gar nicht, da drin habe ich nochmal runde Klammern. So. Und jetzt sage ich, dieses plus 1 da im Exponenten, ne, bei Basis 5, das kann ich leicht abspalten, indem ich einen Faktor 5 einfach dazu schreibe und ansonsten 5 hoch k. Ne, auch da gelten immer Potenzgesetze, aber Sie können sich selber klar machen, die Anzahl der Faktoren, der immer gleichen Faktoren, nämlich 5, also Zahl 5, die man hier aufmultipliziert, ist k plus 1. Und wenn ich einen dieser Faktoren abspalte als Faktor 5, dann bleibt hier in dem Term vorne nur noch 5 hoch k. Unten steht 15 hoch k. Es ist ein Bruch, das Ganze, und das war schon meine Vorüberlegung im Hinterkopf. Ich kann einen Bruch immer zerlegen, wenn er eine Summe im Zähler hat. Und deswegen tue ich das und schreibe jetzt hier 5 hoch k, mal 5 gespalten oder abgespaltet, wie man offiziell Hochdeutsch sagt, und im Nenner dann 15 hoch k, und das lässt sich im nächsten Schritt auch sehr schön noch vereinfachen. Der zweite Teilbruch ist dann natürlich plus 7 und immer noch unten 15 hoch k, und vorsorglich schreibe ich jetzt dieses, mache ich so, also ich nehme diesen Faktor 7 einfach, ziehe ich vor, und da würde da noch stehen 1 durch 15 hoch k. Und da nutze ich das Gesetz der negativen Hochzahlen und sage jetzt einfach, im Grunde genommen ist es nichts anderes als der Kehrwert von 15, also ein 15, nämlich potenziert mit k. Worauf ich hinaus will, dürfte klar sein, ich habe schon ein gewisses Ziel vor Augen, versuche alle diese Terme irgendwie in die Form einer geometrischen Reihe zu bringen, die sich da schon so ein bisschen aufdrängt. Und weiter. Das war eine erlaubte Umformung jetzt. Jetzt steht da RR, ganz lapidar, das soll einfach nur heißen Rechenregeln, die gewohnten, die auch für unendliche Reihen gelten, nutze ich da. Zum einen mal ist dieser Faktor 5 nicht sonderlich
nützlich für unseren Zweck. Und deswegen darf ich aber sagen, weil er in jedem einzelnen Glied dieser Teilreihe praktisch steckt, darf ich ihn ganz vor das Summenzeichen ziehen. Im Übrigen darf ich diese Reihe auch aufspalten, vielleicht mit einem kleinen Vorsichtshinweis, wenn ich diese Summierung ja ins Unendliche treiben soll, gedanklich, dann ist die Aufspaltung dieser beiden Terme in zwei, also dann in dem Sinne in zwei Teilreihen, natürlich nicht so ohne weiteres erlaubt, denn im Endeffekt ändere ich damit die Reihenfolge, in der ich die einzelnen Beiträge addiere. Man muss allerdings sagen, es gibt Rechenregeln, die besagen, wenn man die Konvergenz der einzelnen entsprechend, und hier ist alles positiv, vielleicht noch von Vorteil zusätzlich, wenn man die Konvergenz der einzelnen Beiträge nachweisen kann, dann ist im Nachhinein es legitim gewesen, diese Aufspaltung zu machen. Es ist also nicht, es liegt nicht so ganz auf der Hand, aber es lässt sich mit ein wenig Aufwand dann auch nachweisen, dass das hier wirklich erlaubte Maßnahmen sind. Darauf wollen wir jetzt mal nicht so sehr achten. Wir nehmen das eher als Trockenübung nochmal zu dem Thema unendliche Reihen. So, was darf ich jetzt hier machen? Ich sehe, dass hier wiederum über Potenzgesetze 5 hoch k und 15 hoch k sich die Hochzahl k gewissermaßen ausklammern will ich nicht sagen, aber nach außen ziehen lässt. Das heißt, das müsste das zweite Potenzgesetz sein. Nein, es ist vermutlich sogar das vierte. Das bezieht sich auf Bruchformen, bei denen ich verschiedene Basen, aber gemeinsame Hochzahl habe. Das können Sie gerne nochmal nachschauen. Auch es gibt ein Skript von den Brückenkursen, da ist es sehr schön in der Übersicht dargestellt. Und damit darf ich diese Basis zusammenfassen zu 5 Fünfzehntel. Das ist aber gekürzt ein Drittel. Und außen steht dann hoch k. Das ist schon mal schön. Den Faktor 5 habe ich rausgezogen. Damit habe ich eine erste Teilreihe gebildet. Diese Basis ein Drittel nenne ich jetzt Q1 im Sinne der geometrischen Reihe. Und weiter geht's, zweiter Teil plus die 7, auch die darf ich jetzt mal vor das Summenzeichen herausziehen, die gilt für jedes einzelne Element. Und da bleibt aber hinter dem Summensymbol nur noch stehen ein 15 hoch k, und auch das ist ja schon die Form einer geometrischen Reihe. Es ist auch jetzt schön, dass wir gerade von k gleich 0 beginnen. Das heißt, die neutrale Potenz, also q hoch 0 gleich 1, die kommt in beiden Fällen vor, hier und hier. Und da steht dann ein 15 hoch k. Und im Endeffekt sind wir jetzt schon fast am Ziel, denn wenn der Grenzwert dieser Reihe gefragt ist, dann muss man nur die Grenzwertformel der geometrischen Reihe, hier abgekürzt GR, verwenden. Und die lautet, wie wir alle auswendig wissen, glaube ich mittlerweile, S gleich Kehrwert von 1 minus Q. Ja, hier unten nehmen Sie 1 minus die Basis Q und dann den Kehrwert. Und das mache ich für beide Reihen getrennt. Ich lasse den Faktor 5 hier stehen, benutze für diesen Term im Grenzwert 1 durch 1 minus sein Q, also seine Basis Q, die hier Q1 heißt und ein Drittel ist, also unten 1 minus ein Drittel, plus für den zweiten Teil 7 mal und dann entsprechend Grenzwertformel 1 durch 1 minus Q2. Q2 ist ein 15. Jetzt können wir das noch schön vereinfachen. Hier unten ist natürlich 2 Drittel, ja, wenn ich das zusammenführe. Der Kehrwert von 2 Drittel ist natürlich 3 halbe. Und hier ist es entsprechend erweitert. 15 Fünfzehntel minus 1 Fünfzehntel ist natürlich 14 Fünfzehntel. Davon der Kehrwert ist dann 15 Vierzehntel, ne, auf den Kopf gestellt. So, hier kann man schön kürzen. Da steht 7 mal unten 14. Hier kann ich kürzen, es bleibt unten 2. Am Ende habe ich hier, 5 mal 3 ist 15, 15 halbe. Und hier, zweiter Beitrag, zufällig könnte man fast sagen, nochmal 15 halbe. Also tatsächlich liefern beide Teile dieses Bruchs, wenn man so will, denselben, exakt selben Beitrag, im Grenzwert zumindest, zu dieser Reihe. Und es bleibt 15 halbe plus 15 halbe. Hier gelten Grenzwertregeln, wie schon vorhin gesagt, etwas Vorsicht, dass man sowas tun kann, diese Aufspaltung, Konvergenz vorausgesetzt der einzelnen Teile. Und das liefert uns 15 halbe plus 15 halbe und insgesamt dann 15, ganzzahlig. Das ist der Grenzwert dann von dieser Reihe. Eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil es halt einfach, also jedenfalls mal mit schönem Ergebnis auch und ganz gut von der Hand geht als Einstieg und als Aufwärmübung. Und dann bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema, und auch das allerdings kommt Ihnen bekannt vor. Es gibt einige Überschneidungen da der geplanten Tutorien mit
der Aufgabensammlung. Und ich weiß, dass wir die Aufgabe schon hatten, aber sie ist in den offiziellen Übungen auch so ein bisschen kurz gekommen. Und ich glaube, es kann nicht schaden, hier nochmal die geometrische Reihe ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und da war gefragt, die Potenzreihenentwicklung von dieser Bruchfunktion. Und es kommt immer wieder die Frage auf, ist denn eigentlich eine gegebene Potenzreihe auch immer gleichzeitig eine Taylorreihe? Und umgekehrt. Und da kann man sich leicht verfangen. Ich hatte mal formuliert, und dabei bleibe ich auch, aus der Eigenschaft Taylorreihe folgt die Eigenschaft Potenzreihe. Das soll heißen, aus dem Speziellen folgt immer das Allgemeine, so wie aus Ameise folgt Lebewesen. Das heißt, jede Taylorreihe ist auch eine Potenzreihe. Potenzreihe ist der Oberbegriff. Jetzt gibt es natürlich Potenzreihen, die man nicht unbedingt als Taylorreihen interpretieren wird. Und zwar, weil man einfach nicht, zum Beispiel, gar nicht herausfindet, zu welchem Funktionsterm sie möglicherweise gehören. Also wenn die Potenzreihe schon gegeben ist, mit sämtlichen Koeffizienten, vielleicht mit Berechnungsvorschrift in geschlossener Form, dann könnte sie zwar entstanden sein anhand der Taylor-Formel durch Ableiten einer gegebenen Funktion immer wieder und einsetzen, aber und Entwicklungspunkt natürlich noch entsprechend gewählt. Aber man weiß es nicht, ja? Und wenn man nicht sagen kann, zu welchem Funktionsterm diese Reihe gehört, dann ist es jetzt nicht in dem Sinne direkt eine Taylor-Reihe, es ist aber trotzdem eine Potenzreihe. Und auch unabhängig vom Thema Taylor und Maclaurin kann man bei einer gegebenen Potenzreihe untersuchen und berechnen, ob sie überhaupt konvergent ist und wenn ja, für welche Werte von x, sprich, man kann den Konvergenzradius berechnen und diese ganzen Dinge. Also ist das, der Zusammenhang ist stark, aber es ist halt nicht so eine 1-zu-1-Geschichte. Ich hoffe, das reicht jetzt vielleicht nochmal als Resümee da zu der Frage, habe ich jetzt eigentlich eine Potenzreihe oder eine Taylorreihe oder beides? Im Zweifelsfall, wenn Sie mal unsicher sind, sagen Sie lieber, das ist eine Potenzreihe. Diese Aussage ist gesichert, das erkennt man hier. Wenn Sie sowas anschauen, da sehen Sie auf den ersten Blick, das ist eine Potenzreihe. Das ist nichts anderes als eine unendliche Reihe gebildet über Potenzen von x. Gar keine Frage. Übrigens, und da können wir jetzt genau einsteigen, auch wenn die Aufgabe schon mal dran war. Das ist, wenn Sie so wollen, die einfachste, vielleicht auch die schönste aller Potenzreihen, die man überhaupt bilden kann, denn es ist eine unendliche Reihe. Hier steht jetzt mal wieder N als, als Hilfsvariable, ist ja Willkür. Wichtig ist, man beginnt bei N gleich 0 und man bildet sämtliche Potenzen von X als Variable, Variable X. Und die Koeffizienten in dieser Reihe sind konstant 1. Das heißt, für sämtliche Hochzahlen, wir haben hier die einfachste aller Zahlenfolgen, wenn man so will, nämlich die 1-Folge als Koeffizientenfolge dieser Potenzreihe. Im Übrigen sieht man mit einem Blick, dass der Entwicklungspunkt dieser Reihe, hier steht es, gleich 0 ist. Das sieht man sofort, weil hier kein Abzug in Klammern irgendwie steht von der Variablen x, bevor man potenziert. Da brauchen Sie nicht lange nachdenken. Bei einem anderen Entwicklungspunkt als 0 wird das immer explizit in Klammern als Abzug sichtbar gemacht, denn numerisch, also auch zu numerischen Zwecken, wird man die Reihe in dieser Form dann lassen, um eben den Abstand vom Entwicklungspunkt rechnerisch und numerisch ins Spiel zu bringen. Ja, es bringt also nichts, das dann binomisch irgendwie auszupotenzieren und dann doch wieder in diese Form zu bringen. Das kann man zwar machen, aber dann ist der Zweck eines verschobenen Entwicklungspunkts eigentlich verfehlt. So, was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, dass dieses, ich hatte es schon mal so formuliert, dass diese Reihe gewissermaßen die Zusammenfassung sämtlicher, wenn sie konvergiert, die Zusammenfassung sämtlicher Grenzwerte, sämtlicher geometrischer Reihen ist für beliebige Basis Q, wenn sie einfach, und Sie erinnern sich, das bezieht sich auf den Bereich zwischen minus 1 und 1 für Q, in dem Fall natürlich Variable x, wenn die im offenen Intervall hier zwischen minus 1 und 1 anwächst, dann werden Sie jedes Mal, wenn Sie den Wert der Variablen ändern, einen neuen Grenzwert der entsprechenden geometrischen Reihe finden und die grafische Darstellung all dieser Grenzwerte, ja, für alle Basen Q der geometrischen Reihe in Form der Variablen x in dem Bereich, wo sie konvergiert, ist genau das. Das heißt, diese andererseits auch für sich genommen interessante einfache Bruchfunktion, die ist ja sehr eng verwandt mit der Kehrwertfunktion, leicht verschoben, die
visualisiert gewissermaßen sämtliche Grenzwerte der geometrischen Reihe für verschiedene Basencodes dort, wo sie konvergiert. Das hatten wir schon mal geklärt. Und der Konvergenzradius grundsätzlich mal für die geometrische Reihe, aufgrund auch jetzt dieses Konvergenzintervalls, oder sagen wir so, der Grenzwert dieser Potenz, Entschuldigung, nochmal, der Konvergenzradius dieser Potenzreihe ist sicherlich gleich 1. Denn im Abstand 1 auf beiden Seiten vom Entwicklungspunkt 0 besteht Konvergenz, zumindest im offenen Intervall. Und von Hand hat man schon mal nachgeprüft, dass an den Rändern dieses Intervalls dann gerade bereits Divergenz vorliegt, von verschiedener Art, muss man sagen, auf der einen Seite alternierend, auf der anderen im normalen Sinne. Das ist jetzt Nebensache. Fakt ist, dass hier nur das offene Intervall als Konvergenzbereich gilt. So, dann zu dieser Reihe, beziehungsweise jetzt zu dieser Bruchfunktion. Und es ist ja schon angegeben, dass man ihre Potenzreihenentwicklung diesmal nicht mit der Taylor-Formel bestimmen soll. Das wäre möglich, das wäre aber aufwendig auch, sondern eben geschickt durch Ableiten dieser bereits bekannten Reihe, einerseits hier gliedweise, der Satz von gliedweisen Differenzieren, und andererseits, indem man diesen Term ableitet. Und wie sich zeigt, muss man den nicht einmal, sondern am Ende zweimal ableiten. Jetzt kürze ich ab, weil wir es eben doch schon mal gemacht hatten. Und wenn man das zweite Mal abgeleitet hat, diesen Term zumindest, das traue ich Ihnen jetzt einfach mal zu, den hier, dass Sie das mittlerweile blind beherrschen, dann wissen Sie, man schreibt es um als Potenz, also hier 1 minus x in Klammern hoch minus 1, dadurch entsteht beim einmal Ableiten diese Bruchform. Und wenn man es wieder umschreibt und ableitet, kriegt man den Faktor minus 2 und im Endeffekt, aber durchs Nachdifferenzieren wird es wieder plus und zum Schluss steht dort die 2 oben im Zähler und unten die Klammer hoch 3. Das ist die Bruchfunktion, die man findet durch zweimal Ableiten dieses gewissermaßen geometrischen Bruchs hier, oder dieser Bruchfunktion der geometrischen Reihe. Und gesucht ist aber die Potenzreihe zu dieser Funktion. Und da sehen wir den Unterschied, hier oben 1 im Zähler, hier die 2. Das heißt, wenn man das so ansetzt und gliedweise auf der linken Seite ableitet, ganz normal nach der üblichen Potenzregel, Potenzformel, wie auch immer, einmal und nochmal, und bitte daran denken, das nullte Glied fällt jedes Mal weg, weil es als Konstante additiv dasteht. Das ist also dann hier so, dass ich den im Prinzip den Zählindex verschieben muss, um 1 anheben muss. Dann habe ich das Ganze aber nochmal umformuliert, sodass ich doch wieder bei 0 beginne zu zählen. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen die elegantere Art. Und wenn ich das tue, habe ich aber wieder eine echte Konstante drin und die fällt dann beim abermaligen Ableiten wieder weg. Und deswegen wird der Zählbereich wieder um 1 nach oben geschoben. Ich erlaube mir, hier für n immer die gleiche Variable zu verwenden. Es ist ja im Grunde genommen das, dass ich die einzelnen Glieder nach der üblichen Ableitungsformel dann für Potenzterme bilde, also dass ich die ableite und die Terme. Und also von ursprünglich, wo bin ich nochmal? Hier, von ursprünglich x hoch n, hier x hoch n minus 1 und dann durch diese Umbenennung, die ich da einmal gemacht habe, bin ich dann wieder hier. Und dann benenne ich es ein letztes Mal um, damit ich der Konvention folge, dass die Zählerei am Ende doch wieder bei 0 beginnt. Und es ist ja die übliche Form, dass man Potenzen von x hat mit x hoch n und nicht x hoch n irgendwas minus 1 oder 2. Und das ist vielleicht ein Schritt, den Sie in Ruhe nochmal durchdenken müssen, dass man durch diese Umbenennung, die ich mir erlaube, also ich mache keine Umbenennung, sondern ich mache quasi eine Ersetzung von n, durch im Grunde genommen sich selbst minus 1 und dadurch ändern sich da die Terme und das liefert halt am Ende die schönste mögliche Darstellung der gefundenen Reihe und ich darf zu Ihrer Beruhigung sagen, mit Hilfe der Taylor-Formel durch Einsetzen des Entwicklungspunkts 0 hätten Sie eine und dieselbe Koeffizientenfolge da gefunden. Ich weiß, es ging jetzt ziemlich schnell, es liegt aber daran, dass wir es eigentlich die Aufgabe schon mal besprochen hatten. Michael, ich finde es gut, dass die Frage jetzt nochmal kommt, ob das denn eigentlich nur am Ableiten liegt, dass der Zähler erhöht wird. Also der Zähler heißt die Zählvariable. Ja, der Grund, dass ich hier von 0 auf 1 springe, ist, weil beim Ableiten die Konstante wegfällt. So, dann kommt aber ein Zwischenschritt, wo ich
eine Umbenennung mache, von, also im Grunde das alte n ersetzt sich, das neue n ist dann quasi das alte n minus 1, deswegen stehen dann da drin andere Terme, dann hat es aber wieder die schönste Form, ja, mit Start bei 0 und Hochzahl einfach n. Und dann darf ich aber das trotzdem erkennen, dass es in ein und dieselbe Reihe ist, anders dargestellt, dann darf ich sie nochmal ableiten und wieder fällt die Konstante weg und deswegen schiebt sich das n, der Zählstart quasi wieder um 1 hoch und nochmal mache ich die Umbenennung. Also das ist, das erfordert, wenn Sie es zum ersten Mal sehen, für Sie selber nochmal ein bisschen Zeit, das nachzuvollziehen. Dafür können Sie sich das ja beliebig oft anschauen. So, genau. Sarah, auch die Frage finde ich jetzt gerade passend. Woher weiß ich, dass ich die Reihe einfach so ableiten kann? Da gab es einen Satz bei uns im Skript, der besagt, wenn Sie eine Reihe haben, die nachweislich mit Konvergenzradius R eben konvergiert, dann ist es so, dass Sie die beliebig oft sogar gliedweise differenzieren können und jedes Mal dann eine gültige Potenzreihe und damit übrigens auch Taylor-Reihe, in dem Fall Maclaurin-Reihe, weil Entwicklungspunkt 0, der zugehörigen Ableitungsfunktion finden. Und sogar, dass deren Konvergenzradius ebenfalls gleich R ist. Dass also die neu gefundene Reihe denselben Konvergenzradius hat wie die vorherige. Das sind so Befunde. Klar, wir haben einige Sätze im Skript stehen, die nicht direkt bewiesen sind, also oder von uns bewiesen wurden, aber das sind wir ja gewohnt. Ne? Das heißt, also wir verwenden hier Dinge, die wir dort einfach festgestellt und festgehalten haben. Und wenn auch die Beweise dahinter unter Umständen aufwendig sein können. So, das war jetzt, glaube ich, mal gut, dass wir jetzt hier mal das, was hier aufgeschrieben ist, zu Ende besprochen haben. Und jetzt werde ich das einfach nutzen, hier den Platz, um weitere Aufgaben aus den Tutorien da reinzufügen. Jetzt gehen wir vielleicht mal so ein bisschen mehr von vorne nach hinten. Das war ehrlich gesagt jetzt Tutorium 3. Und jetzt würde ich mal in der Reihenfolge sagen, Tutorium von der offiziellen Nummerierung 1, 2, 3 überspringen wir dann, 4, 5, 6. Das wäre das maximale Programm. Also die Themen, wenn Sie es gerade mal schauen, sind grob gesagt hier. Gebietsintegral, Kurvenintegral, 3 war dann natürlich Potenzreihen. 4 wäre Differentialgleichung. Ich würde durchaus nochmal eine vielleicht einfachere mit konstanten Koeffizienten angehen. 5 ist lineares Gleichungssystem mit eingebauten Parametern, und zwar genau die Variante gerade von unserer Musterprüfungsaufgabe, die Sie gerade gesehen haben, nämlich die da. Und dann vielleicht noch ein einfaches Eigenwertproblem. Dann wären wir also wirklich, glaube ich, gut bedient insgesamt. Und der Einstieg wäre jetzt mal hier, wobei ich jetzt nicht gerade hier so einen Schwerpunkt berechnen wollte. Aber das ist auch gar nicht so leicht zu entscheiden, wo wir da einsteigen. Da machen wir uns vielleicht nochmal Gedanken, weil jetzt ist die Frage, wir sehen, das ist noch vom Stand des letzten Durchlaufs von vorigem Jahr, was die Angaben hier betrifft. Da hat sich aber nichts an den Aufgaben geändert. Wollen wir sowas mit wirklich komplett konstanten Grenzen machen? Da wird dann das Thema Vertauschung der Integrationsreihenfolge natürlich keine Rolle spielen. Das haben wir aber auch beim letzten Mal schon wirklich nochmal wiederholt. Da will ich auch heute nicht mehr drauf eingehen, sonst verlieren wir da wieder zu viel Zeit. Ich schaue nochmal ganz kurz in den Chat. Und an Sarah noch, gute Anschlussfrage. Das heißt, die Reihe ist eine Taylor-Reihe, wenn ich sie einfach gliedweise so ableiten kann. Ganz klare Antwort, ja. Das ist ganz klar dann auch die Taylor-Reihe dieser entsprechenden vorher gegebenen, also in dem Fall dann die Taylor-Reihe der abgeleiteten Funktion. Und zwar mit demselben Entwicklungspunkt wie die vorherige. Ja, das ist, da ist der Zusammenhang klar. Okay. Und dann habe ich gesehen, vielleicht sollten wir eher in so eine Richtung gehen. Also die stammt jetzt doch eher aus dem Skript. Sondern ich fand eigentlich, das war unser Einstiegsbeispiel zum Vertauschen der Reihenfolge. Ich fand eigentlich diese Aufgabe ganz interessant. Ja, ich bin auch schon wieder falsch, Entschuldigung. Meinte, ich bin da auch vorhin verrutscht, dieses. Das Integral an sich und die Grenzterme, die da stehen, da sollte man sich dann mal Gedanken machen, ist das eigentlich ein Normalbereich hier, dieses Gebiet B? Und zwar, wenn ja, bezüglich x oder y oder beides. Oder, und wenn nein, was kann man denn jetzt eigentlich machen,
um dieses Integral zu lösen. Vielleicht vertiefen Sie sich mal ganz kurz in diese Aufgabe, während ich jetzt aufnahmetechnisch hier einfach mal kurz Pause mache. Also, die Bemerkung bzw. den Hinweis aus der Aufgabenstellung habe ich hier ausgeblendet, aber wir haben gerade schon offline geklärt, dass dieses Gebiet B eigentlich weder für x noch für y ein Normalbereich ist. Man hat die Möglichkeit, es aufzuteilen. Und da mache ich den Vorschlag. Die Standardschreibweise ist immer die, wenn man es hier anschaut, also wenn wir jetzt die Integrationsreihenfolge nicht unbedingt vertauschen wollen, da gibt es auch keinen besonderen Grund für, dass wir innerlich erstmal über x integrieren und dann am Ende über y. Und am Ende heißt es immer, dass die Grenzen des inneren Integrals, ach, jetzt sehe ich gerade, das ist eben nicht die Standardform, wenn ich das richtig sehe. Denn das innere Integral hat ja Grenzen für den linken und den rechten Rand des Gebiets. Ja, tatsächlich ist das sozusagen schon die umgeformte Art des Gebietsintegrals. Und dann wäre es tatsächlich sinnvoll, da man von links nach rechts berandete Kurven, quasi Randkurven beschreiben will, dass man jetzt sagt, man zerlegt es auf diese Art. Ich würde mal diese Knickstelle, diesen Schnittpunkt zwischen diesen Graphen, ist jetzt schlecht hier, würde ich jetzt mal so als Übergang nehmen. Ist auch nicht ganz gelungen, aber Sie können sich ungefähr vorstellen, was ich da vorhabe. Ich will eigentlich nur, ja, ganz grob, will ich das hier so horizontal zerschneiden. Ich versuche es nochmal besser. Etwa so. Tja, mit dem Stift komme ich nach wie vor mit dem neuen hier nicht ganz gut klar. So, naja, lass noch mal so. So, da ist die 1. Und dann sind diese Terme gegeben. Gehen wir das vielleicht auch mal durch. Wir sehen ganz klar, eine dieser Randkurven ist eine Standardparabel. Y ist x Quadrat, das ist ganz offensichtlich die hier. Na, es muss eine von diesen beiden sein. Und die zweite dann ist auch so eine Standardparabel, aber skaliert mit Faktor 1/2. Das sind also die y-Werte halb so groß. Daraus und auch aus diesem Stützpunkt hier, ne, bei 1,1 kann ich entnehmen, dass das hier sicherlich der Graph ist von y gleich x Quadrat. Das muss man also hier selbst erkennen. Und in einer, ein Stück tiefer, nämlich bei jeweils dem halben Funktionswert, liegt dann demnach der Graph von y ist gleich x Quadrat halbe. Und zu guter Letzt haben wir ganz einfach noch die erste Winkelhalbierende mit y ist gleich x. Und jetzt müssen wir da irgendwie die Klarheit erlangen, das Ganze sinnvoll aufzuteilen. Versuchen wir das mal hier so direkt einfach hinzuskizzieren. Ja, jetzt wäre ich schon froh, wenn ich so ein bisschen Input, also nicht, ich will nicht, dass Sie jetzt irgendwie alles schon genau wissen, aber vielleicht ein bisschen laut denken von Ihnen höre. Denn sonst wird es für mich auch schwierig. Also meine Vorüberlegung, also ich möchte ja wissen, ob das bei Ihnen ankommt. Meine Vorüberlegung war, dass ich, da die x innen steht, letztlich funktionale, ja, das wissen wir ja, dass da Abhängigkeiten stehen dürfen beim inneren Integral in den Grenzen, beim äußeren nicht. Also Terme haben werden in der Form x als Term von y für die Grenzen des jeweiligen Integrals und dass die aber dem linken und dem rechten Rand des jeweiligen Gebiets entsprechen. Jetzt darf ich das einfach mal hier so schraffieren und sagen, ich entscheide mich für dieses Teilgebiet jetzt als, das nenne ich jetzt einfach mal B1 und für das restliche dann, vielleicht sollte ich mal diese Grenzlinie dann hervorheben, das restliche ist dann bei mir zweiter Teil, also B2. Ich gehe ganz absichtlich auch unvorbereitet jetzt hier ran. Ich will, dass wir da unter gleichen Voraussetzungen starten. Ich brauche auch hier keine speziellen Formeln. Wir versuchen ja alles ohne Hilfsmittel zu machen. So, und dann jetzt mal grob gesagt, vielleicht mal in Rot. Sie sehen, dass man das hier, dass man hier sowas wie einen linken Rand, L, und zwar als Term von Y, erkennen kann. Und entsprechend auch, ich nenne es mal L1 von Y, weil wir ja zwei Teilgebiete haben. Und hier wäre es dann der rechte Rand, R1.
1. Der rechte Rand klingt immer so politisch, ist mir gestern schon mal aufgefallen, ist aber nicht so gemeint. So, R1 von Y sei, entsprechend, das schreibe ich jetzt gar nicht hin, das ist für B2 dann auch. Ne? Da habe ich dann auch. Na, da sieht man eben den Unterschied. Hier habe ich als linken Rand einen Teil dieser Parabel und bei B2 habe ich als linken Rand dann aber einen Teil dieser Ursprungsgeraden, der Winkel halt werden. Der rechte, es gibt kein anderes Wort, das klingt mir so komisch, der rechte Rand, das kommt in den Talkshows zurzeit, glaube ich, täglich vor, der ist hier in beiden Fällen dieselbe Funktion, nämlich irgendwas hier mit x². Also jetzt müssen wir eigentlich ja mal Folgendes machen. Wir müssen schauen, dass wir alle diese drei Terme in die Form bringen, x als Term von y. Und das ist ja eigentlich hier gar nicht so schwer, denn das ist ja, wir sehen sogar, Monotonie ist gegeben. Das heißt, wir haben keine Probleme bei der Bildung der Umkehrfunktion. Und dann können wir, ohne lange nachzudenken, hier sagen, ich mache das mal so, entspricht, wenn ich das umstelle, dann ist doch x sicherlich die Wurzel aus y. Und zwar behaupte ich, ich darf hier die positive Wurzel nehmen aus dem positiven y, denn alles x und y ist hier nicht negativ. Ja, und gerade deshalb, weil es ja nur eine Halbparabel ist, die da dargestellt ist und ich dadurch Monotonie habe, ist es auch mit der Bildung der Umkehrfunktion kein Problem. Das ist mal soweit. Ganz ähnlich hier, da würde ich erstmal mal 2 nehmen, dann steht 2y gleich x² und umgestellt ist dann x in dem Fall natürlich die Wurzel, die positive Wurzel aus 2y. Also ich schreibe es jetzt einfach mal in der kompakten Form auch so hin, Wurzel aus 2y. Sonst hätte ich es auch aufspalten können. Und drittens, das ist natürlich ein ganz leichtes Spiel, da tausche ich einfach nur die Seiten, da ist dann x gleich y. So, und damit wird jetzt unser Integral, übrigens bitte protestieren Sie, und zwar möglichst akustisch, wenn Sie denken, dass ich hier gerade irgendwo in eine falsche Richtung gehe. Es kann ab und zu mal passieren, dass ich selber die Aufgabenstellung nicht richtig beachte. Aber ich sehe, ich nenne das einfach hier mal V, dass man das jetzt also irgendwie so zerlegen kann in der Form V1 plus V2 im Sinne von Volumen eines Körpers. Und dann würde ich sagen, die Integration erfolgt. Und ich interessiere mich jetzt erstmal für die inneren Grenzen. Und da haben wir gerade geklärt, Gebiet B1, da ist doch der linke Rand hier, die linke Randkurve, so sage ich jetzt mal, damit es nicht mehr so politisch klingt, ist ja dann umgestellt x gleich Wurzel y am linken Rand dieses Teilgebiets. Und ich schreibe aber nicht unbedingt, ich kann es immer machen, ne? Es ist, zur Sicherheit kann man auch hier schreiben, x ist gleich Wurzel y, positiv oder beziehungsweise nicht negativ. Und die rechte Randkurve ist dann aber hier dieses umgestellt, das würde also gehen bis x gleich Wurzel aus 2y. Wie Sie sehen, das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, ist der Term im positiven Bereich oder nicht negativen Bereich, erster Quadrant, ist der Term Wurzel 2y sicherlich grundsätzlich mal größer oder gleich dem unteren. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Vorwärtsintegration, also quasi eine von links nach rechts. Ja? Und jetzt schauen wir uns noch an, was sind denn die festen Grenzen, die wir brauchen für y, für die y-Integration. Und das sieht man ja auch, das Ganze spielt sich hier ab, Gebiet B1, zwischen der x-Achse, also y gleich 0, und dieser Position y gleich 1. Das heißt, ich kann hier sofort hinschreiben, ja vielleicht das jetzt nur zur Verdeutlichung, dass ich die Variablennamen mit angebe, dass ich hier schreibe, y ist gleich 0 bis y ist gleich 1. Und da, in diesem Bereich wird unser Integrant, ja, die Klammern sind eigentlich gewissermaßen unnötig, 8xy jetzt über die x und zunächst, Sie wissen ja wie, partiell, echt partiell aufleiten, Grenzen einsetzen, Entschuldigung, und dann weiter über y integriert. Es fehlt aber noch der zweite Teil. Und der zweite Teil, Teilgebiet B2, das wäre jetzt, übrigens, dass Sie das Schweigen im Walde, das interpretiere ich so, dass ich, also nach meiner Einschätzung, jetzt gerade über das ja schon mit das schwierigste Thema rede.
von unserem Semester, auch wenn es jetzt im Skript zumindest gleich ziemlich am Anfang steht. Da brauchen Sie sich dann auch jetzt nicht zu große Sorgen machen. Aber ich muss jetzt noch, wenn schon. Ah ja, ich höre gerade was. Bitte? Ja. Bei mir wäre es jetzt so gewesen, dass ich einfach nicht gewusst hätte, welche von den Funktionen ich jetzt an welche Stelle der Grenzen des Integrals setze. Das war eigentlich das Hauptproblem, über das ich zum Beispiel so lange nachdenken musste. Ja. Und da habe ich einen Tipp vielleicht, wenn es darum geht. Das allererste, was man tut, ist, man schaut sich an, wenn es eine Vorgabe ist, was ist denn eigentlich innen und was ist außen? Also hier vorgegeben als Integrationsvariable. Ne? Und die äußere, in dem Fall y, die hat immer feste Grenzen. Und wenn ich also feste Grenzen auch nach Zerlegung brauche für y, dann weiß ich, dass ich das ganze Ding in der Form zerschneiden muss, wie ich es gerade gemacht habe. Ne? Und dann, und übrigens, weil es die zweite Art der Darstellung ist, nicht die Originalart, bei der gilt immer diese Sache mit links von y und rechts von y. Also im Sinne von linke Randkurve und rechte Randkurve. Bei der Originalform, also die dann eben so wäre, die innen dy und außen dx, da gilt immer, das x-Integral hat feste Grenzen und das y-Integral betrachtet und verwendet die untere Randkurve und die obere Randkurve im Sinne, in unserer Sicht, die wir hier haben. Ne? Unten ist hier und oben ist hier. Ne? Und es kommt nur auf die Perspektive an und dann kann tatsächlich nicht viel schief gehen, wenn man da die Klarheit hat. Und bei dieser zweiten Art braucht man x als Term von y für die Grenzen des inneren Integrals. Ich habe schon verstanden, genau da liegt die Schwierigkeit, das auseinanderzuhalten, durchzublicken. Aber ich hatte auch schon gesagt, es ist nach meiner Sicht, das, also vom Intellektuellen her, das schwierigste Thema und es wird Ihnen abverlangt, eigentlich nur, um nachzuweisen, auch in der Prüfung, wie weit Sie gehen können in Ihrem Denkvermögen. Und zwar an der Stelle einfach mal völlig ungeachtet dessen, ob das jetzt praxisbezogen relevant ist oder ob man das in der Zukunft braucht für weitere Zwecke. Also das ist jetzt wirklich ein Thema, wo man einfach mal zeigen soll, man hat einen wirklich tiefen Durchblick im abstrakten Sinne. Und wenn man den hier nicht hat, dann ist es auch nicht da so dramatisch. Aber wir haben es halt mit drin im Programm. Aber ich hab schon verstanden, wo die Schwierigkeit liegt. Ja. Jetzt versuche ich mal, weil Justus, Sie haben es jetzt ja mal immerhin vorgetaucht und ich weiß, dass Sie immer dabei der Sache sind. Ich hätte ganz gern Sie jetzt mal gefragt, was soll ich denn für den zweiten Teil jetzt als äußere Grenzen hinschreiben? Ob das jetzt schwierig ist oder vielleicht nicht so. Also das innere Integral würde ja noch relativ leicht fallen. Ich bin jetzt beim Äußeren. Ich wollte es Ihnen erstmal leicht machen. Ja, okay. Die y-Werte, es würde losgehen mit? Mit 1. Ja, das ist schon mal ganz richtig. Da haben Sie schon was Wichtiges verstanden. Wir sind nämlich gerade hier auf der blauen Linie. Ne? Und was ich vorhin noch verschwiegen habe, ist, wir müssen für das zweite Integral jetzt, also für den zweiten Teil, natürlich dann irgendwie noch diese Horizontale da mit reinbringen. Ne? Beziehungsweise bestimmen. Haben Sie da schon eine Idee? Ja, also wir haben ja zwei Funktionen, die Grenzen beschreiben. Und das sollte man dann eben, also x ist gleich x Quadrat halbe. Ganz richtig. Die beiden sind es nämlich, die sich da schneiden. Ich rate jetzt mal, dass es 2 ist, was die Lösung ist, einfach nur von der Skizze her. Aber ich hätte ich auch gesagt. Und wir noch nicht richtig. Und wenn wir es mal genau überprüfen, ja, ich schreibe es mal kurz hin. X Quadrat halb um. Stift wieder. X Quadrat halbe gleich x gesetzt. Ich bin jetzt auch gerade mal auf Anhieb gar nicht so überzeugt, aber es stimmt ja tatsächlich, wenn man das mal 2 nimmt, x Quadrat gleich 2x. Natürlich könnte man das jetzt ganz formal umstellen und so weiter. Aber wenn man es, ich glaube jetzt, ja, ich frage mich, wenn wir sowas machen, dann sollten wir es eigentlich sauber und korrekt machen. Ne? Ja, doch. Also wenn ich jetzt durch x teile, was ja ungleich 0 ist, dann darf ich das auch tun. Ja? Davon können wir ausgehen, dass x ungleich 0 ist. Und dann bleibt ja eigentlich tatsächlich x gleich 2. Ja? Also ich glaube, man könnte es auch einfach so machen, wenn man sieht dann und sich sicher ist, dass es stimmt. Es ist also definitiv die 2 hier an der Stelle für x. Entschuldigung, wieso habe ich jetzt x?
Ach so, es ist tatsächlich x gleich 2, aber damit auch y gleich 2. Das ist schon. Oh. Hab ja, ich das mich ist jetzt ein interessanter Zufall, aber dann müssen wir. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich so, ne? Ja. Weil nämlich 2 zum Quadrat gleich 4 ist und 4 halbe ist 2. Aber Sie haben auf jeden Fall recht gehabt, ne? Also mit nach Augenschein ist der richtige Wert. Und ganz richtig, deswegen steht hier oben dann y ist gleich 2. Jetzt kommt der schwierige Teil, aber den haben wir ja auch schon so ein bisschen vorbereitet. Was ist die linke Randberandung dieses Teilgebiets B2? Das ist die obere Grenze und das ist y durch x. Moment, die linke Berandung ist immer die untere Grenze des Integrals. So. Ah, das widerspricht sich jetzt nämlich gerade, weil also quasi in dem, was man jetzt sieht, sieht es ja aus wie die. Aber wir machen ja die Umkehrung. Ich glaube, ich freue mich sehr, dass Sie jetzt gerade hier mithelfen. Weil ich glaube, dass manche Leute deswegen ein Problem haben, weil sie das manchmal nicht checken, wenn ich sage linke und rechte Randkurve und dann schreibe ich das eine unten und das andere oben hin. Das ist ja aber ganz simpel. Wenn wir x-technisch gesprochen, integrieren wir von links nach rechts. Ne? Und deswegen kommt die linke Randkurve als untere Grenze hin und die rechte Randkurve natürlich als obere Grenze. Ne? Bei der Originaldarstellung muss man nicht umdenken. Da ist unten wirklich unten und oben ist oben. Aber hier ist praktisch links nachher unten und rechts nachher oben. Also bezüglich der Frage, wo ich es hinschreibe. Okay, aber Sie haben es jetzt, glaube ich, gecheckt, gell? Ja, ja. Also man hätte jetzt im Prinzip das ganze Koordinatensystem auch x und y vertauschen können, die Funktionen dann spiegeln können und dann hätte man das wiederum vom Sehen her. Ja. Also stimmt. Unten muss dann x gleich y hin und oben muss. Das entspricht diesem geraden Stück hier. Genau, und da ist es wieder diese Kurve. Ne? Da ist es aber umgestellt dann eben genau. Ups, habe ich es. Oh, ja, ist richtig. X gleich Wurzel 2y. Und ich darf Ihnen sagen, dieses Integral ist jetzt auf die Art, also diese beiden Teile hier, das ist lösbar, aber ein bisschen würde ich da vom Timing her optimieren und sagen, jetzt haben wir da nochmal so einen Knackpunkt behandelt und lassen es dabei. Wenn Sie jetzt den Anspruch haben zu sagen, ich will das auch schaffen mit der Vertauschung der Integrationsreihenfolge, dann haben Sie hiermit die Möglichkeit, das zu tun. Sie können hier die Differenziale vertauschen. Dann können Sie sich das Gebiet nochmal neu anschauen und dann können Sie es neu aufteilen. Das können Sie wahrscheinlich erraten, dass ich dann die Zerschneidung im Wesentlichen so machen müsste, ja, wieder anhand dieses Knickpunkts. Und dann geht es wirklich um die Frage, was ist der untere und obere Rand für das neue B1 und was ist der untere und obere Rand für das neue B2. Und dann können Sie es nochmal neu aufschreiben. Und dann haben Sie das Thema natürlich auch nochmal richtig beackert. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir versuchen mal die Zeit so ein bisschen auf die Themen aufzuteilen. Okay, und dann schreibe ich jetzt hier, wie öfter schon, Punkt, 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 in Klammern fehlt. Ne? Also der Rest ist jetzt hier nicht dargestellt. Und da, genau, käme jetzt dann im Anschluss gleich ein Kurvenintegral. Da müssen wir uns vielleicht nochmal kurz koordinieren, was wir da am sinnvollsten nehmen. So, da sehen wir ein Beispiel für ein Kurvenintegral erster Art, wie man offiziell sagt, nämlich in dem Fall, dass man eine skalare Funktion entlang einer Kurve integriert. Die Kurve ist hier gegeben und ist auf einen Blick erkennbar. Es handelt sich um einen Kreis um den Ursprung mit Radius klein r. Der ist praktisch als Konstante hier eingebracht. Dazu noch sei gesagt, dass die Funktion, die skalare Funktion, über die man jetzt hier integriert, die neutrale 1 ist. Somit ist das der einfachste Spezialfall, bei dem man eigentlich nur entlang der Kurve selbst integriert, sodass man ja nach dieser Transformation Kurvenstücke aufaddiert in kleinen Schritten, im Grenzwert also die Kurvenlänge berechnet. Das ist ja ein ganz wichtiger Anwendungsfall. Und da gibt es ja diese schöne, einfache Formel, die man anzuwenden hat. Und da wäre es schön, wenn sich jemand einfach so ganz spontan meldet und sagt, ich weiß, was wir da tun müssen. Sonst bin ich es wieder. Versuche auch ein bisschen Platz zu sparen. Naja gut, offensichtlich hat jetzt niemand so direkt da Lust. Also ich schreibe es jetzt hier nochmal so hin, L
ist gleich. Und wenn da schon steht, T1 bis T2, dann darf ich gleich die vorgegebenen Grenzen einsetzen, von 0 bis 2π, das wissen wir auch warum. T ist jetzt in dem Sinne nicht unbedingt die Zeit, sondern eher einfach der Winkel zur positiven x-Achse in der uns gewohnten Darstellung. Also läuft T sicherlich von 0 bis 2π. Dann aber für den Betrag des U-Punkt-Vektors, da wissen wir ja, wie immer, kartesisch ist das ja in dem Sinne, hier x- und y-Komponente in der Ebene, allerdings parametrisch mit t, jedoch gilt ja natürlich, dass zum einen, dass man komponentenweise ableitet, wenn der U-Punkt steht, die beiden Komponenten, dass man dann aber den Betrag bildet, indem man über das euklidische Maß, über die euklidische Metrik, die Wurzel aus der Quadratsumme der Komponenten nimmt. Und das mache ich mal gerade in einem Schwung. Ich schreibe jetzt hier Wurzel aus und nebenbei leite ich ab. Die Ableitung von Cosinus t ist aber minus Sinus t. Vielleicht darf ich das dann gleich mal noch so ein bisschen verschönern, da ich nachher die Quadrat... ich sollte doch einen Schritt vorher noch machen. Also ich schreibe doch vielleicht ganz gerne noch hier kurz U-Punkt von t als Vektor hin. Das heißt, ich leite die x-Komponente nach t ab, r als Faktor bleibt stehen und der Cosinus wird aber minus Sinus t beim Ableiten, deswegen minus r mal Sinus t und unten dann Sinus abgeleitet mit Cosinus r mal Cosinus t. Das schreibe ich jetzt einfach nochmal so hier hin. Tu es vielleicht sogar dahin. Moment. So. Als kleine Vorüberlegung. Und davon, von diesen beiden Komponenten, bilde ich jetzt die Quadratsumme. Und da weiß ich, dass das Minus ohnehin beim Quadrieren dann gelöscht wird. Das heißt, ich darf hier schreiben, vorne r Quadrat Sinus Quadrat t. Sie merken, ist ja eigentlich nur so ein Wechselspiel aus Cosinus, ist im Wesentlichen Sinus geworden und umgekehrt. Aber man muss es halt schon machen, damit man, also es gibt ja andere Fälle, wo sich die Terme dann deutlicher verändern. Und sonst hätte nicht, dass sie denken, ja, man hätte mal auch die Terme, wie sie sind, einfach aufaddieren können quadratisch, wäre tatsächlich das gleiche Resultat. Es liegt aber jetzt nur daran, dass es halt zufällig eine Kreiskurve ist. So, und dann zweiter Beitrag, r Quadrat Cosinus Quadrat t. Jetzt. Und naja, wie immer, da gilt unsere berühmte Kreisgleichung. Und die besagt, dass die Quadratsumme von Sinus und Cosinus immer gleich 1 ist. Das heißt, ich kann hier unter der Wurzel kann ich r, also erstens mal r Quadrat ausklammern. In Klammern bleibt stehen Quadratsumme hier, ne? Sinus Quadrat t plus Cosinus Quadrat t. Das ist immer gleich 1. Für jeden Wert von t. Und damit bleibt Wurzel r Quadrat und wir dürfen, weil r, das steht hier nicht da, aber das darf man voraussetzen, dass der Radius der Kreiskurve positiv gewählt wurde, weil also r mit Sicherheit nicht negativ ist, dann darf ich sofort die positive Wurzel ziehen. Also nicht nur das, aber im Endeffekt schon, ja, weil, ja, das ist eine gute Frage. Es ist immer die positive Wurzel in dieser Formel, so muss man sagen. Rein mathematisch könnte das R hier auch negativ sein. Ich käme trotzdem auf das Positive. Also das heißt, die Formel für die Kurvenlänge ist eigentlich von vornherein so aufgebaut, dass sie einen positiven Wert liefert. Also da muss man nicht lange überlegen. Ich habe auch noch das Differential vergessen, wie Sie sehen. Ich quetsche es mal noch so dahin. dt fehlt da noch. Aber es ist dann simpel, denn es bleibt ja nur Wurzel r Quadrat ist r. Ich kann dieses r konstant auch gleich ganz vor das Integral ziehen und bleibt nur ein Integral 0 bis 2π über einfach nur dt. Nochmal, was das jetzt eigentlich bedeutet, sachlich. Bedeutet, dass man infinitesimal kleine Änderungen der Variablen t aufsummiert von 0 bis 2π und im Grenzwert für unendlich feine Schritte, die man da macht, heißt es ja schlichtweg, dass man im Grunde genommen die Gesamtänderung von t entlang dieses oder innerhalb dieses Intervalls bekommt. Man kann es auch formal machen und sagen, da steht 1 dt, Stammfunktion ist dann über t integriert, ist dann gleich t. Ich schreibe es mal ruhig so hin.
ist gleich R mal T und eingesetzt von 0 bis 2Pi. Heißt aber, ich darf hier zum Schluss, wenn ich R noch ausgeklammert lasse, 2Pi für T einsetzen, minus dann die 0 für T. Also es gibt einfach diesen Faktor 2Pi. Und dann ist es am Ende 2Pi mal R. Und das ist ja die geometrisch bekannte Formel für den Kreisumfang. Das heißt, da können wir so einen Haken dran machen, nach dem Motto, das Kurvenintegral hat das erwartete Ergebnis geliefert. Ja, ich gebe zu, die Aufgabe war jetzt eher schon von der ganz einfachen Sorte und von dem her vielleicht zu leicht. Also gehen wir nochmal ganz kurz zurück in das Blatt. Klar, also das sind halt jetzt ansonsten nur noch, die haben wir sehr ausführlich in der Vorlesung gemacht, schon eine Weile her, können Sie bitte nochmal wiederholen. Zykloidenbogen ist ein, könnte man auch nochmal so wie so eine Musterprüfungsaufgabe ansehen. Und dann haben wir hier halt dann nur noch solche Aufgaben über Vektorfelder, also Kurvenintegral zweiter Art. Die sind jetzt für den Zweck, glaube ich, hier nicht gefordert. Damit könnte ich jetzt gleich zum Thema Differentialgleichungen nochmal gehen. Und wenn man so will, 4, 5, 6, ja, weiß ich nicht, wenn wir es aufteilen wollten, 3 plus 3, dann könnten wir es jetzt auch dabei belassen. Aber ich würde sagen, so eine trauen wir uns jetzt schon noch zu in der restlichen Zeit. Und übertreiben müssen wir es nicht. Es ist auch immer schön, wenn man die Prinzipien nochmal klärt. Und ich finde es, ehrlich gesagt, durchaus passend, wenn wir jetzt bei Aufgabe 4 einfach die A hier nehmen. Die ist zwar schön einfach erster Ordnung, und naja, erste Ordnung ist eigentlich fast schon ein bisschen wirklich sehr arg einfach. Aber wir könnten sie doch ganz formal nach dem uns vertrauten neuen Lösungsverfahren jetzt bearbeiten. Ich merke halt nur, wenn ich auf vierte Ordnung gehe, dann ist der Aufwand natürlich erheblich größer, rein zeitlich. Und die ist halt homogen, sonst hätte ich die gerne gemacht, zweiter Ordnung. Die sind alle, also ich empfehle Ihnen dieses Tutorium wirklich zum selber üben. Da ist die ganze Palette abgedeckt in solchen Gleichungen. Was ich so ein bisschen vermisse, sind Beispiele dritter Ordnung. Das ist der Grund, warum ich jetzt, damit was inhomogen ist, das sehen wir gleich, ne, ins Spiel kommt, warum ich dann doch auf das Beispiel gehe. Ich glaube, es gibt uns genügend Grund, genügend zu tun. Ach, und vor allem, das war eigentlich der Sinn, ich hatte mal versprochen, dass ich noch einmal kurz aufs Thema Anfangs- und Randbedingungen gehe. Und da wollen wir das jetzt mal an diesem einfachen Beispiel nochmal mit einem Anfangs-, ja, man könnte jetzt sagen Anfangswert oder gleichzeitig auch Randwert, weil es ja nur eine Unbekannte ist, nur ein Lösungsparameter machen und dann sich nochmal klar machen, wie man da vorgeht, wenn man Anfangs- und Rand Werte gegeben hat oder Anfangs- und Randbedingungen. Okay, also das wäre der Plan jetzt für den letzten Part. Und ich füge es kurz ein. Sie machen sich kurz Gedanken oder noch besser, Sie rechnen einfach schon mal selber, weil ich dann gleich kurz nochmal pausiere vorher. Wie stufen wir erst einmal diese Differentialgleichung ein? Das ist ja immer das, was man tun sollte. Man sollte sie eigentlich möglichst vollständig klassifizieren. Ich mache das jetzt mal mündlich. Hier steht ja schon Differentialgleichung in erster Ordnung. Das erkennt man, weil die erste Ableitung hier die höchste ist, die vorkommt. Ich möchte aber trotz allem unser Standardverfahren für konstante Koeffizienten, wie man hier übrigens sieht, benutzen. Wir haben hier eine normierte, vor Faktor 1 bei der höchsten Ableitung, lineare, keine Potenzen von y und ihren Ableitungen, inhomogene, denn hier ist ein Störterm, der einfach nur von x abhängt und nichts mit y enthält, der gehört eigentlich auf die rechte Seite. Oh Gott, ich mache lauter Fußnoten mündlich. Differentialgleichung erster Ordnung. Ach, ich schreibe es einfach nochmal auf. Also, die ist es ist eine lineare, inhomogene,
wie ich jetzt eigentlich schon sehe, also da könnten Sie sich verwirren lassen, weil da alles auf der einen, auf der linken Seite steht, aber bitte eben nicht verwirren lassen. Terme nur von x gelten als Störfunktion und werden dann im Grunde auf die andere Seite gebracht. Und im Übrigen, aber, warten Sie kurz, gibt's noch eine Eigenschaft? Lineare Homogene? Nö. Schauen wir einfach so. DGL mit konstanten Koeffizienten. Kürze ich mal ab. Wollte noch was dazu sagen. Ja, schauen wir das so. Koeffizienten. Das Normierte wollte ich eigentlich noch dazu sagen. Oder dazu schreiben. Auch wenn das jetzt nicht ganz so wichtig ist, ja, normiert hin oder her. Aber es ist schon angenehm. Jetzt haben wir sie klassifiziert und sie ist natürlich gewöhnlich. Das hätte ich noch dazu schreiben können, das lasse ich jetzt. Ja, wir befassen uns sowieso in diesem Semester nur mit gewöhnlichen Differentialgleichungen, ohne, also mit immer nur einer freien Variablen und einer abhängigen, also auch nur mit herkömmlichen Ableitungen. Ja, ich gebe zu, man könnte die ohne weit, wenn man so ein bisschen hinschaut und Erfahrung einbringt, man könnte sie vielleicht in irgendeiner Form mit Trennung der Variablen lösen, sowas in der Art, ist alles in Ordnung, aber wir gehen jetzt mal einfach ganz stur ran. Ich schreibe die jetzt nochmal neu. Ich schreibe y' plus 2y und ziehe, wie gesagt, diesen Störterm rüber, ist gleich minus x². Das ist ganz klar eine Störfunktion, die nur von x abhängt. Die hat auf der linken Seite, also laut unserer Systematik, eigentlich nichts zu suchen. Was machen wir denn immer gerne? Wir lösen jede solche Differentialgleichung erstmal homogen. Das heißt, ich schreibe das absichtlich in Farbe, wir unterdrücken die Störfunktion, nehmen die Nullenfunktion, stattdessen schreiben homogen. Und durch die Farbe will ich deutlich machen, dass ich damit natürlich noch nicht die eigentliche Differentialgleichung löse, aber dass ich mich auf den Überlagerungssatz berufe, der besagt, dass die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung vollständig enthalten ist im Term nachher der allgemeinen Lösung der inhomogenen Differentialgleichung. Und jetzt hatten wir doch diese schöne Methode, wo wir gesagt haben, man, ohne nachzudenken, darf man die Gleichung transformieren. Jetzt gehe ich dann doch vielleicht mal lieber die linke Seite hier. Und man darf unmittelbar, das mache ich jetzt, wie mache ich das? Ja, ist egal. Man darf also sofort ersetzen durch die charakteristische Gleichung. Erste Ableitung von y entspricht erste Potenz von s, dann plus zweimal und die nullte Ableitung, also sprich die Funktion selbst, entspricht aber s hoch 0. Also in dem Sinne ist das, steht diese 2 dann für die reine Konstante. Und das ist halt, ja, ich gebe zu, regelrecht trivial, weil das ist jetzt die charakteristische Gleichung, die wir hier finden. Und das ist, schreib's mal hin, gilt jetzt für die homogene Gleichung erstmal nur, für die homogene Differentialgleichung. Und die hat offensichtlich nur die eine Lösung, gleich mal umgestellt, ja, s gleich minus 2. Einfach, darf ich dazu sagen. Es gibt ja nur eine Lösung und dieses s gleich 2 bedeutet laut unserem Standardansatz, dass y, und wenn ich sozusagen darf, h, allgemeine Lösung der homogenen Gleichung, immer mit einem freien Lösungsparameter, c1, also ich nenne ihn einfach c, es gibt ja nur einen, mal e hoch s mal x, sprich dieser, ja in dem Fall Dämpfungsfaktor, nämlich e hoch minus 2 mal x, ist das schon die allgemeine Lösung dieser homogenen Gleichung. Sie hätten das ohne weiteres, wenn Sie hier nochmal hinschauen, also mal ohne die Störfunktion, hätten Sie es mit Trennung der Variablen auf genau die gleiche Art, also etwas, vielleicht
bisschen umständlicher, aber hätten sie ganz sicher schnell und sicher auch diese Lösung gefunden. So, und jetzt erinnern wir uns aber, dass bei Einführung einer Störfunktion in einer solchen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten, das war unser letztes Thema, diese Störtabelle gilt. Schau auf die Uhr, ein paar Minuten haben wir noch. Und dann mussten wir immer aufpassen, und zwar, da das jetzt aber eine rein polynomiale Störfunktion ist, ja, also nicht etwa eine Wachstums- oder Dämpfungsfunktion, da hätte es einen möglichen Resonanzeffekt gegeben, dann wäre die minus 2 als Lösung der, Entschuldigung, ja, wenn das selber die Störung wäre, als Lösung der charakteristischen Gleichung wäre dann vielleicht kritisch. Wenn wir aber mit einem Polynom stören, ja, also als Störfunktion ein Polynom haben, dann ist immer, ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, hoffentlich auch sehr verständlich erklärt, dass dann s gleich 0 der Sonderfall ist, auf den wir achten müssen. S gleich 0 ist aber keine Lösung dieser die homogenen Differentialgleichung. Und aus diesem Grund, die 0 wollte ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt einfärben. Das war ja vorher schon geschehen. Ist aber einfach auch egal. Das heißt, wir müssen gar nichts Besonderes beachten. Ich empfehle Ihnen als Übung Trennung der Variablen für die homogene Gleichung und Verwendung unserer Standardformel in so einer Integralform. Da Stichwort integrierender Faktor, ja, und katalytische Wirkung. Diese Methode hatten wir relativ früh im Skript behandelt. Die können Sie ganz genauso gut hier verwenden. Ich versuche jetzt nur gerade, diese einfache Aufgabe mit unserem 0815 Standardverfahren für konstante Koeffizienten durchzuspielen, durchzurechnen, weil das ja unser festgelegtes Schwerpunktthema dann auch ist in der Prüfung. Ja, und man sieht, es geht wunderbar auch mit der Methode, die jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Und laut dieser Störtabelle stand dort, dass für Ys, ich schreibe mal so, Ys, Ansatz Y, ich schreibe einfach mal Y, ist gleich, und da das eine quadratische Störung ist, muss ich aber immer ansetzen mit, ich merke jetzt übrigens selber gerade, jetzt haben wir einen Fall, wo diese schön einfache Lösungsmethode wahrscheinlich viel umständlicher ist als die für erster Ordnung direkt vorgesehen ist. Stören Sie sich einfach mal nicht dran. Man muss aber bei der Störreaktion immer damit rechnen, dass ein gemischtes Polynom bis zum Grad, also vom Grad der Störfunktion am Ende, ja, also dass das vorliegt. Und deswegen muss ich so ansetzen, wie ich es gerade hinschreibe. Ich muss also bis zum quadratischen Glied hier gehen. Und jetzt das Übliche tun. Ich muss ableiten, aber immerhin nur einmal. Und die Ableitung ist klar, Konstante fällt weg. A1 bleibt als Konstante und plus 2, ich habe es jetzt so hingeschrieben, 2 mal A2 mal x bleibt von hinten. Und das ist einzusetzen. Und interessant, denn im Endeffekt haben wir jetzt tatsächlich noch ein Gleichungssystem für 3 Unbekannte. Ich hoffe jetzt mal, in den wenigen Minuten, das ist jetzt eine Herausforderung, oder Sie helfen mir mit, dass wir das wirklich auf die Schnelle trotzdem auch mit diesem übertriebenen Verfahren löst kriegen. Wir brauchen, merken Sie uns nochmal, die erste Ableitung plus 2 mal die Funktion. Das heißt, ich setze jetzt ein, schreibe einsetzen. Denken Sie dran, ich mache das nur, damit das Standardverfahren hier an einem ganz simplen Beispiel nochmal verinnerlicht wird. So, erste Ableitung, A1 plus 2 mal A2 mal x. Und jetzt, das habe ich wieder vergessen, plus 2 mal Funktion selber. Das heißt jetzt ja also plus 2a0 plus 2a1 mal x, ich muss hier alles von hier mal 2 nehmen, plus 2a2 mal x Quadrat, hoffentlich mache ich es richtig jetzt auf die Schnelle, das, und dann meinetwegen, ja doch, lassen wir es so stehen, muss insgesamt gleich minus x Quadrat sein. Für alle x muss das erfüllt sein, na, damit die Störfunktion, die da steht, erfüllt ist. Und
Tja, ich bin selber der Meinung, dass das tatsächlich ein bisschen arg kompliziert hier ist. Aber was ich jetzt da finde, ich darf es nochmal neu schreiben, ist, klammer mal ein, A1 plus 2A0 als rein konstante Glieder. Weiter, hier was mit Faktor X, hier mit Faktor X. Insgesamt aber, hoffentlich stimmt es eben auch alles so. Die 2 könnte ich noch ausklammern. Zweimal in Klammern. Ich sortiere mal. Naja, hier habe ich auch absteigend, dann ist egal. A2 plus A1 mal X. Und dann noch als einziges quadratisches Glied hier plus 2A2 mal X Quadrat soll gleich minus X Quadrat sein. Und jetzt kommt der Koeffizientenvergleich. Ich darf das mal ein bisschen andeuten. Dieses Minus, also dieser Vorfaktor, minus 1 hier, der entspricht halt dem, was hier vor dem x-Quadrat steht. Im Übrigen muss das da, weil ja nichts Lineares vorkommt, gleich 0 sein. Und das da vorne auch. Jetzt könnte man es fast erraten. Aber wenn ich jetzt hier schon sehe, vielleicht können wir es rekursiv machen. Ne? Hier folgt 2a2 gleich minus 1. Und damit muss a2 gleich minus 1/2 sein. Wenn ich das hier einsetze, minus 1/2 plus a1 gleich 0, also die sind entgegengesetzt gleich, die beiden, damit muss a1 gleich positiv 1/2 sein. Wenn ich das wiederum hier einsetze, 1/2 plus 2 mal a0, schreibe gleich noch, sollen wir es nochmal hinschreiben? Ja. 1/2 plus 2 a0 gleich 0, umgestellt, 2 a0 gleich minus 1/2 und durch 2 geteilt, wäre dann a0 gleich negativ 1/4. Ich wäre jetzt echt dankbar, weil ich hier gerade hetze, falls jemand gerade in die Lösung schon geschaut hat, bin ich ganz überzeugt, ob ich mich da jetzt nicht irgendwo mal verhauen habe. Das ist also nicht auszuschließen bei dem Tempo. So, da wollte jetzt einfach, die Seite sollte noch reichen. Damit müsste da stehen, die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung ist gleich, wie Sie wissen, allgemeine Lösung der homogenen Gleichung plus die gerade gefundene der speziellen, heißt c mal e hoch minus 2x, wie schon oben gefunden für homogen, plus, und jetzt, nein, nicht plus, jetzt übernehme ich die Koeffizienten, minus 1/4 konstant plus 1/2x und dann noch minus 1/2x². Das müsste man jetzt nochmal ableiten, einsetzen und schauen, dass es die Störfunktion erfüllt. Wenn mir irgendjemand noch bestätigen kann, dass das auch laut Lösungsdatei, ich habe jetzt keine Zeit, hier aufzurufen, vielleicht schaffen Sie es im Hintergrund, dass das die korrekte Lösung ist, dann bin ich froh. Wenn ich jetzt gepatzt habe, bitte keine Sorge, wir sehen uns nächste Woche nochmal und dann, ich kriege das gerade hier nicht geglättet, und dann können wir den Fehler ausmerzen, aber ich, naja, gehe mal davon aus, wer weiß, vielleicht stimmt es ja auch einfach. Und Sie denken dran, das hätte man auch mit einer einfacheren Methode machen können, aber so haben wir jetzt mal gesehen, dass diese Methoden eigentlich immer funktionieren. Dominik schreibt, passt, ich gehe davon aus, danke für den Doktorhut. Justus, es scheint tatsächlich zu stimmen. Okay, Zeit ist um. Wir machen es so. Wir sehen uns wieder. Übrigens auch jetzt nochmal aufzeichnungsmäßig mit Chat für diejenigen, die gerade nicht konnten. Auch offline jederzeit dann bei YouTube. Aber vor allem dann auch nächste Woche zu den üblichen Terminen. Danke, ihr Lieben. Für heute war es das und für diese Woche. Bis bald.